Kinder, grüß euch, Servus, Februar-Update. Ja, Kalli hat jetzt 15 Lieder fertig, ungefähr. Und Jännerplan hat funktioniert. Klar, wird sich noch was ändern, gell? Irgendwo so Wörter gibt's und Sätze, wo ich noch nicht ganz zufrieden bin. Aber vielleicht schon so ein, zwei Sachen nochmal komplett über den Kopf dran. Das kann schon passieren. Vielleicht. Die letzten Jänner-Tage. Wie geht denn das aber da? Der Plan war halt einfach im Jänner zwei, drei Klaviernummern noch zu machen. Ist mir echt wichtig, dass es ein Klavier gibt am Album. Ich habe mich echt bemüht, den ganzen Jänner irgendwie die Nummern fertig zu machen. Das war einfach mein Hauptauftrag im Jänner. Und hey, ich sag's euch, die letzten drei, vier Jänner-Tage, ich war so fertig. Ich sag's euch, ich bin da gesessen mit nix. Ich hab hunderte Ideen, Wörter, Themen aufgeschrieben gehabt und keinen fertigen Satz irgendwo zum Singen gehabt. Und ich hab die letzten zwei Tage einfach nur mehr abgeschrieben. Ja. Jede Idee, noch so blöd, wie sie mir vorgekommen ist, einfach hingeschrieben. Und ich bin dann tatsächlich um Mitternacht am 31. Jänner da gesessen und hab mir die drei, vier Nummern angehört und hab mir dann gedacht, okay, passt, das war's jetzt. Es werden keine Gassenhauer sein und es ist ein bisschen ein Blödsinn, aber es ist ja wurscht, ich will ja eh nicht mit jedem Lied irgendwie großartige Geschichte erzählen. Songs sind fertig, auch wenn es nicht ganz stimmt, wenn ein paar Wörter und ein paar Sätze sich noch ändern werden. Aber jetzt aufnehmen und proben. Und ich war schon beim Feier im Studio. Es ist voll super, er ist wieder dabei, wir haben ein bisschen geredet, wie wir das machen und wann. Und taugt mir voll und meine Band ist auch wieder dabei. Der Michi im Schlagzeug und der Tom am Bass. Voll cool, dass die zwei wieder dabei sind. Wir haben schon Proben ausgemacht und ja, mit Michi habe ich schon mal gespielt. Ja, schon langsam überlegen wir, welche Nummern, dass man so ein Single auskoppeln könnte, ein Video machen könnte dazu. Ja, rausgekommen wird die Platten auf Pumpkin Records. Das ist, ist eigentlich ein Buchverlag aus Wies in der Steiermark. Also der Buchverlag heißt Edition Kürbis und Pumpkin Records ist halt ihr Musiklabel. Die Martina P2 war wieder bei mir. Manchmal werde ich munter und noch bevor ich meine Augen aufgemacht habe, da setz ich mich auf und ich frag mich, wer sind meine Freunde? I wanna make it, I wanna make it with you. Um Auftritte werden wir jetzt auch wieder kümmern, demnächst. Also falls irgendwer was weiß, falls irgendwo Auftrittsmöglichkeiten gibt, her mit den Infos. Solo hört ihr jetzt mal. Mit Band wird es noch ein bisschen dauern, glaube ich.
Und sag's mal ein bisschen was von den Videos heute. 12 Minuten war schon lang, oder? Beim Dezember-Video. Und ja, die Mischung aus Reden und Spielen, wie gefällt euch das? Oder wenn ich so wie heute beides gleichzeitig mache, taugt mir am allermeisten. Ja, Kinder, danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal.